Ja, willkommen zurück zu Outer Worlds, dem Spiel, wo wir heute den örtlichen Machthaber Cedric McKinnon verhören. Ja, heißt wie anders. Er heißt nur Cedric Kinkennen, der anscheinend Probleme mit gestohlener Fracht hat. Und zwar zufällig gestohlener Fracht plus den Inhalt eines ganz bestimmten Paketes, wovon ein gewisser Automechanik umprogrammiert wurde. Und wie spricht schon wieder einiges dafür, dass hier, sagen wir mal, eine Spionin oder so ihre Hände im Tee hat? Ich kann es nicht so genau benennen, aber ich würde zumindest vermuten. Hallo Cedric, grüße dich. Inspector, to what do I owe the pleasure? Ja, die Ehre. Ich habe dein Frachtproblem aufgeklärt. Habe ich? Nicht wirklich, oder? Oh, I love this part. The big reveal. So tell me, what happened? Er liebt diesen Teil des Dings. Du hast schwerwiegende Sicherheitsprobleme. Freu dich nicht zu früh. Ich weiß nicht, wer dahinter steckt. Well, that is disappointing. In der Tat. Still, you said you've determined how the theft is occurring? In der Tat, denn jemand hat die Sicherungssysteme mit Belangseinheit überbrückt und programmiert, zufällige Ware zu stehlen. Damn, you're good. Hacking the Automex. So that was our skimmer's game. But why? Everything that was stolen has seemed random. I certainly see no pattern. Irgendwie auch interessant, dass die Roboter intelligent genug sind, stehende zufällige Dinge zu verstehen, ne? Weil das Ding steht ja wahrscheinlich ein bisschen verschieden große Kisten und es greift halt irgendeine und das setzt ja irgendwie voraus, dass irgendwie, na gut, wahrscheinlich gehört das zum Frachtverladeprotokoll dazu, aber trotzdem, ist das nicht ganz so simpel, wie es im ersten Mal klingt, oder? Der Diebstahl war zusammenhangslos mit Ausnahme einer einzelnen Lieferung. So, our culprit had something specific they wished to acquire and used the random theft as a smokescreen. I must say, Inspector, you've done excellent work on this case. Then that just leaves how the culprit knew where their true target would be, or indeed, that slug would soon possess it. Schleichen 45, sieh in deine Tasche. Okay, das machen wir auf jeden Fall. Also siehst du, weil ich hätte einfach, ich bin ein Idiot, ich hätte einfach ins Frachtterminal gucken können, was drin war in 6875, oder? Sieh in deine Tasche. Okay, that's very impressive. Don't ever touch me again. Am I right to think what you found in my office earlier was the other half of this listening device? Also er meint gerade, das war wohl ein Überwachungsgerät. Ja, in der Tat ganz recht. Wenn wir raus mit diesem Gerät finden, können wir ihn entschuldigen. Der Täter könnte alles hören, was in diesem Büro gesagt wurde. She, Inspector. She could hear everything. Ah ja, die Täterin konnte alle hören. Also er betont, dass es eine weibliche Täterin war. Halt, hey, ich bin hier die Inspektion. Du kannst doch nicht auflösen, bevor ich es tue. That listening device was the missing piece of our puzzle, Inspector. I lent it to Halcyon Helen to assist her with role research. Er hat ihr Halcyon Helen dieses Abhörgerät geliehen, um mit Rollenrecherche zu helfen. Ja, ich glaube, sie war schon bestens ausgebildet in dieser Aufgabe. Ah, ich verstehe, sie ist gestorben, bevor sie den gehackten Roboter deaktivieren konnte. That or she never intended it to stop. Impossible to know now. Unbelievable. I helped her. Gave her whatever she needed. I thought we were doing each other a good turn. Ah ja, wir waren uns gegenseitig behilflich. Es war sicher nicht persönlich. Du meinst, dass sie gegen Gift für Slack zu verdienen? Kein guter bleibt ungestraft, nicht wahr, Cedric? Vielleicht war es Betriebsspionage. I can't begin to guess at her motive. If it was to spit in my face, she'd be pleased to know she succeeded. This is a betrayal, Inspector. I do not take betrayal lightly. Helen should consider herself very lucky indeed that she is already among the dead. And that some other bastard beat me to putting her in the ground. Oh ja, ist ein bisschen sauer. Das ist, er kann nur über die Motive raten, aber er reagiert sehr ungehalten auf Verrat, wie wir auch gerade so ein bisschen hören. Es hätte dann schlimm, als hätten wir dein Motiv gefunden, Cedric. Gefährliche Worte für jemanden, unter Verdacht steht Helen am Mord zusammen. Ja, ich nehme die Zeitoption. Halcyon Helen is already dead. If I'd known Helen was stealing from me, I may very well have killed her, or had her killed. Alas, I did not. Ja, da hat er natürlich ein gutes Argument. Also er hätte sie durchaus umgebracht, wenn er gewusst hätte, dass sie von ihm stiehlt, aber er wusste es nicht und deswegen hat er es nicht. Das klingt insofern recht glaubhaft, vor allem mit dem, was er mir gesagt hat. Er scheint mir jetzt auch nicht so eine Person zu sein, die uns im Zorn irgendwie jetzt drei Sachen zu viel verrät und das dann hinterher wieder bereut. Also nein, ich würde vermuten, der gute Mann spricht wahr und war es in diesem Fall tatsächlich nicht. Also behaupte ich jetzt einfach mal so, ne? Oder wusstest du, jetzt ziehst du die große Show für mich ab? Ja, das könnte natürlich sein. Oh, that is good, Inspector. Now you are thinking in the manner you must, if you intend to get to the bottom of this mess. I wish you luck with your investigation, though I doubt you'll need it.
You'll find Helen's murderer. I'm confident of that. Now, if you'll excuse me, I must find a way to excise my anger that minimally damages my business empire. I expect it will involve shooting quite a lot of guns. Ah ja, er muss sich jetzt, ich denke schon gut geradeaus, aber er muss sich jetzt kurz ein bisschen abreagieren. Was ist denn eigentlich perfetto? Also er hat nicht durch Hoover Spectrum Green jetzt, so. Na gut, ich räume einfach seinen Tisch leer. So, okay, gut, jetzt weiß ich aber noch nicht, was gestohlen wurde, aber... zum Glück ist mir wieder eingefallen, dass ich ja das relativ leicht rausfinden kann, was gestohlen wurde. Weil, wir haben auch das Frachtloch, wo drin steht, was drin war. Wenn das jetzt nicht die Autogrammkarten von Peter Woolwood waren, Autsch. Okay, gut, das ist gar nicht so tödlich, wie ich dachte. Man kann sich nicht wie in anderen Spielen wieder an die Leiter festhalten im Sprung. Was übrigens sehr schade ist, dass in manchen Spielen geht das, dass sich wieder an Leitern festhalten. Und da kann man so ein bisschen Zeit sparen, indem du quasi in die Leiter ranspringst. Das ist mal ganz witzig, wenn man sowas machen könnte. Na gut, dann gehen wir mal in den Rechner und schauen nochmal nach. Jetzt können wir hier auch noch das, ihr das verraten, oder? So, Schlüsselkarte. Ausgang. Liste fehlender Fracht. So, was für eine Nummer? 6875. 25 Kisten Sprengstoff. Ich nehme mal nicht an, dass es um die drei Schachteln Dark Matter Riegel geht. Die Kisten Sprengstoff kamen mir vorhin schon irgendwie seltsam vor. Also beziehungsweise als sehr relevant. Aber zumindest... ich kann nicht wirklich sagen, dass ich viel gesagt habe, aber das ist halt ein kurzes Sprengstoff. Na gut, so viel dazu. Kann ich das eh noch sagen? Hi, Inspector. Also, ich freue mich so sehr, mich zu sehen. Also, gibt es irgendwelche heißen Raumfahrergerüchte, die ich kennen sollte? Keeping your ear to the ground, Inspector. I get it. Oh, I get it. I heard Bertie Holcomb's over at the Copper Bottom Cantina, if that's exciting to you. I'm more of a Hephaestus Hammers fan myself. Oh, and Burbage 3001 stopped by the warehouse the other day. Needed a replacement part for his synthetic tear dispensing system. I fixed him up. Also es waren irgendwelche Promis hier. Ah ja, Burbage 3000 brauchte einen Ersatz für sein synthetisches Tränenausgabesystem. Sie ist ein Fan von Burbage 3000. Das ist natürlich hochinteressant, oder? Am I? An Burbage 3000 kommt er nicht heran. Erinnerst du dich noch an Titos Androktikus? Wir übrigens ist nicht... Das war Burbage 3001, oder? You mean the film where Burbage 2000 stole every scene he was in? Burbage 3000 was just riding on Burbage 2000's coattails. Don't even get me started on Taming of the Sprat. That's 2 hours of my life I'll never get back. Ah ja, okay, sie ist also ein Burbage 2000 Fan. Das ist interessant. Also wir reden, wir hatten gerade über welche Filme geredet. Ich habe Keeping your ear to the ground, Inspect. I heard oh. So, warte mal, du hast Teile für Burbage Modell hier? Ach nee, Burbage 3001. Kind of. You can think of the components our automechs use as being sort of one size fits all. They work with just about every model of automechs Lug uses. Burbage 3001 too, because he's made by the same company who does our loading automechs over in the shipping yard. Ah ja, also die Teile, die für Burbage 3000 passen, passen auch für die Laderoboter, weil sie alle von der gleichen Firma hergestellt werden. Das ist natürlich ungewöhnlich für diese Welt, dass Ersatzteile tatsächlich in mehr als eine spezifische Sache reingehen. Gerücht, was haben wir noch Schönes? Würde denken, dass er mit Ersatzteilen reist. Ja, in der Tat, wenn man das Ding. He's a famous movie star. I think he's got more important things to do than waste processing power on inventory and upkeep. Besides, Burbage was made by the same company who built our loading automechs. Some of the parts are surprisingly interchangeable. Aha. Also Burbage wurde von derselben Firma gebaut wie Frachtlader. Von der gleichen Firma. Wir erinnern uns, Burbage 3001, von dem wir bereits wissen, dass er Halcyon Helen erlegt hat. Burbage schon selber Firma wie Frachtroboter. Dieselben Frachtroboter, die Halcyon Helen gehackt hat. Aber... welche Firma ist das? Haben wir das schon rausgefunden oder ist das irgendeine kleine Firma, die jetzt einfach keinen Namen hat? Haben wir noch was? Ich will genau was anfangen. Okay, gut. Was ich für eine Fracht angeht. Was hat er da gestohlen? Das ist, ja gut, das ist wahrscheinlich das Then there's the most recent theft. Tja. Hat die einfach nur beides. Beides ist trauriger.
Na gut, okay, wir können ja da nichts Neues stecken. Aber egal, wir wissen, dass es um 25 Kilo Sprengstoff geht. Wissen wir, dass der Sprengstoff irgendwo verwendet wurde? Also, wissen wir das? Wurde irgendwas gesprengt? Ich überlege gerade. Okay, das ist eine Sonne. Ich dachte, das wäre eine Dartscheibe. Ich würde gucken, was passiert, wenn ich reinschieße. Interessant, dass die Fässer hier tatsächlich noch so ein Holz sind. Ich hatte gestern ein Bild von der, von so einer Flugzeugreise erste Klasse aus den 60er Jahren gesehen. Und da war das neben der üblichen Dekadenz, die so Flugzeugreisen in den 60er und 50er Jahren hatten die da auch so ein Bierfass. Und das war halt wirklich noch so ein kleines Fass aus Holz. Also nicht diese Alufässer, die heutzutage verwendet werden, so ein kleines Holzfass war das. Das war recht interessant. Und da hat halt irgendjemand in den Kommentaren gefragt, warum man heutzutage nicht keine Holzfässer benutzt. Dass es ja irgendwie viel klassischer aussieht. Muss ich zugeben, ja, stimmt. Sieht in der Tat sehr viel klassischer aus, aber naja. Kann ich alles haben, nicht wahr? So, wir müssen in der hintersten Bitco. Jetzt ist natürlich die Frage, von wo wir da zählen. Ich nehme an, wir reden erstmal mit dem Typen, der hier zwischen den Bitcoins steht. Vielleicht erfahren wir dann neue Informationen, mit denen wir dann weitermachen können. Spacer. Oh, Request. Hey, Pal. Over here. Das ist ja eigentlich Dings. Ich überlege gerade, ob ich den Joker nochmal mitnehme und zu Cedric einfach mal so gehen, zu gucken, ob sie irgendwie auf ihn reagiert. Hey there. You're looking to unwind, friend. Maybe you're on your way to the bar for a good time. Maybe you're interested in something a little better than beer or Adreno. Something with a little more kick. Ja, wir mehr Drogen verkaufen, interessant. Was mir gerade so auffällt und mit ganz schöner Verspätung eigentlich, und das wäre bestimmt total verstörend, wenn es in einem Spiel so wäre, aber nicht so weit weg von der Realität, dass wenn du als Frau wesentlich öfter von irgendwelchen Kerlen angelabert wirst, als es in den meisten Spielen der Fall ist. Das wäre eine interessante Botschaft, oder? Also das würde zumindest vom Roleplay-Charakter wäre das sehr interessant. Weil das... erste Ding, wo ich mir wieder viel zu viel Gedanken mache, ne? Weil ich meine, du kriegst halt ab und zu mal so Avancen in Spielen, sowohl für Männer als auch Frauen, jeweils halt immer andersrum. Und das kommt halt vor, aber halt nicht so oft. Aber eigentlich... von allem, was ich so gesehen habe, müsstest du als Frau wesentlich öfter angelaufen sein. Fällt mir gerade so ein, wo er gerade so kam, dass du halt irgendwie gerade wenn du irgendwie, na gut, dann müsstest du halt irgendwie eine objektiv messbare Schönheit für deinen Charakter haben, ne? Das wäre natürlich rollenspieltechnisch auch sehr interessant, wenn du halt irgendwie einen schönen Charakter hast und dann zwar irgendwie bei bestimmten zivilisierten Sachen halt irgendwie bei Überzeugungen irgendwie Dinges hast, aber wenn du zum Beispiel halt irgendwo im Wald welchen Banditen begegnest, die dich halt sonst irgendwie bestechen kannst, die dann halt sich unbedingt dir überhelfen wollen und du dann nichts machen kannst, außer die halt zu töten. Oder halt irgendwie in der Straße so ein Zeug. Oder in einer Bar. Das wäre interessant. Aber, glaube ich, auch sehr verstörend, ne? Weil ich meine, für mich als, in diesem Fall Mann, werdet wahrscheinlich ein interessantes Roleplay, aber für andere Leute könnte es vielleicht doch ein bisschen nah an der Realität dran sein, eher verstörend. Da man doch eigentlich Spiele benutzt, um der Realität zu entkommen. Okay, besser als Bier? Bold claim, I know. But I wouldn't lie to you, friend. The name's Auric. I deal in, shall we say, holistic pharmaceuticals, natural substances and the like. You know, alternative stuff. Ah ja. I know. Ooh, it came out of the ground. That's where worms live. I get it. I do. Why go for that homegrown shit when you could be pumping your body full of effort accelerators? Says it right on the Anti-Cleo's box. Better than nature, right? Well, I'm gonna let you in on a little secret, pal. Those pharmaceuticals the corporations manufacture? Not all of them are as good for you as the board wants you to believe. Alter, das ist witzig. Also wir sind gerade einem Naturheilkundler begegnet. Und er möchte uns sagen, er hat natürlich gewachsene Sachen im Angebot. Und die sind besser als das Zeug, was die Konzerne machen. Klar, und die Cleo sagt, das ist besser als die Natur. Aber ich sag dir was, Kumpel. Das Zeug, was die Konzerne verkaufen, das ist gar nicht so geil. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Das klingt medizinisch fragwürdig. Alternatives. That's the way to go, pal. Trust me. No matter what ails you, I got what you need. Ganzheitlichkeit. Also das Problem ist, dass er irgendwie grundlegend recht haben könnte, zumindest was die Konzerne hier angeht. Aber im Speziellen hört er sich trotzdem an wie der letzte Ökospinner, ne? Na gut, was hat er denn? What do I sell? I've got premium shit, my friend. Vitamins like you wouldn't believe. Calcium, Vitamin D, reverse Vitamin D. I got everything, my friend. You got stress problems? I got stress solutions. Aromatherapy eases the mind. Diluted Mantisaur essence, best kept secret in the business. Das verrät er mir so einfach. And if you're a real freak,
techniques to calm yourself by fooling your own mind. If they can tame the rage of a certain well-known tossball star, they can help anybody. Also, er hat richtig krassen Shit, er hat Vitamine, er hat Antivitamine, was auch immer das sind. Und er hat, wenn du ein richtig krasser Freak bist, kann er mir sogar noch Entspannungstechniken beibringen, die man auch Tossballspielern beibringt. Also ich nehme an, das wird auf Yoga hinaus, okay, das wäre erstmal alles. Okay, dann wollen wir reden. Okay, gut, aber das bringt mich nirgendwo hin. Ich hätte so gedacht, habe ich jetzt irgendwie die Dialog kaputt gemacht. So, hinterste Bitcoin, ne? Die verschlossene hinterste Bitcoin hieß es, ne? Quick Save. Okay, gibt's gar nichts. Außer, es müssen hier ein paar Getränke aus. Das ist ja schon mal. Oh, was ist das denn hier? Ich habe fast das Gefühl, dass das nicht da sein sollte, oder? SRGB, das. Interessant, dass es da irgendwie Textur drauf liegt. Okay, Judy. Oder muss ich davon ausgehen, dass die verstrahlten Bitcoin, dass das nur einfach nur eine. Was? Irgendwas da noch von? Oder muss ich davon ausgehen, dass die. Dartpfeile? Dass diese Verstrahlung einfach nur zum Casual-Zeug in dieser Welt dazugehört und dass es einfach so ist, wie es ist. Das haben wir auch noch nie gefunden. Mit diesen Bitcoin, ja. Ich fürchte leider, die eine Bitcoin, die wir eingebrochen waren, war schon die richtige. Okay, dir bräuchte ich eine Bitcoin-Schlüsselkarte. Slack-Mitarbeiter-Ausweismodul, das ist natürlich auch sehr interessant. Habe ich natürlich nicht aufgehalten, das ganze Elend hier. Müll. An sich sind die Bitcoin ja so im Allgemeinen ja nicht so schlecht ausgerüstet, ne? So im Vergleich zu den Rest, den wir noch so in Halcyon finden, sind die Dinger quasi schon großzügig, aber. You seen those workers by the orchards? Those smiles are gonna haunt my nightmares. Ja, das kann ich verstehen, dass dieses Lächeln einen in den Albträumen verfolgt. Bananenclubs? Okay. Tja. Wundert mich übrigens auch, dass es keine Doppelbetten sind, diese Bitcoin, ne? Okay, jetzt haben wir, glaube ich, alle durchsucht, oder? Und gefunden haben wir absolut nichts. Außer einen Wächtersäbel, MK2-3. Und MK heißt natürlich Mark. Judy, also das war, wenn denn schon das andere Ding. What can I do? Tja, okay, gut. Ich weiß, es gibt einen Typen, der mir alternative Medizin verpasst. Ist es jetzt einfach nur so ein Quirk von diesem Spiel, oder? Ausschluss. Die fernbesagte Schädlinge kostet 3000. Oder strahlt es in die Dinger einfach nur, damit sich keine Schädlinge niederlassen? Ja, schade. Das scheint jetzt aber erstmal ein totes Ende zu sein. Also, ich müsste nämlich noch machen. Der andere Typ, der will mir nur Alternativmedizin verkaufen. In Ganzheitlichkeit. Okay, das hier ist wahrscheinlich schon die Bitcoin, oder? Mit der Ausrüstung drin. Ich meine, liegt so viel Zeug. Grünes Lichtström, so viel zu mittelmäßigen Luxus. Alle Bitcoin radioaktiv, was längerfristige Nutzung eher grundsätzlich macht. Loch in der Wand. Tja. Naja, gut. Ich weiß nicht, mit wem ich darüber reden soll. Der Schwittlock redet nicht mehr mit mir und ansonsten gibt's hier keinen mehr. Gut, ich glaube, wir sind erstmal hier fertig, oder? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn's wieder heißt Outer Worlds.